Hallo und herzlich willkommen auf EU2K TV und herzlich willkommen zu einem weiteren WW2K24 WrestleMania 40 Orakel, wo wir nun zum Match zwischen der Royal Rumble-Siegerin Bayley kommen gegen ihre ehemalige Damage Control-Mitstreiterin Io Sky. Bayley ist ja aus der Damage Control rausgekickt worden und ja, jetzt gibt es eben hier das große Match. Bayley auf dem Weg zum Ring. Leider muss man sagen, ich habe natürlich die Managerin eingestellt hier bei Damage Control, also Dakota Kai ist mit dabei und Asuka ist mit dabei, aber Kairi Sane ist nicht mit dabei, denn die ist nämlich ein Teil eines DLCs und daher noch nicht verfügbar. Und ja, ich habe gesagt, ich lade keine Community-Inhalte runter, weil dazu das Rating und so alles immer etwas verwirrend ist. Am Ende hat jeder vielleicht so eine 90 oder so, was halt komplett absurd ist und deswegen haben wir das Ganze einfach mal rausgelassen, weil ich denke mal, das ist so okay. Ansonsten, ja, was erwartet uns denn hier so? Wir haben das letzte Orakel-Match, was wir gesehen haben. Randy Orton, Kevin Owens und Logan Paul. Holy shit, was haben die drei abgerissen? Also es hat unfassbar viel Spaß gemacht, sich dieses Match anzugucken. Wenn es noch nicht getan hat, dann holt es nach. Also auch hier Tag 2 von unserem WrestleMania-Orakel hat auf jeden Fall richtig nices Gameplay bekommen. Hat Spaß gemacht. Gestern war ja quasi der Vorreiter, das Match zwischen der Bloodline und Cody und Seth Rollins. Und heute auf jeden Fall auch ein Match, was sogar noch ein bisschen besser war. Hat ja vom Spiel eine 5-Sterne-Bewertung bekommen. Ich spoilere jetzt nicht, wer da gewonnen hat, aber ich sage trotzdem, guckt es euch an und ihr werdet sehen, wie gut die KI mittlerweile in diesem Spiel geworden ist in den letzten Jahren, seitdem 2K dann doch anscheinend mal sich gesagt hat, okay, wir müssen da jetzt doch mal ein bisschen was dran ändern, weil das Spiel ist halt echt Gülle gewesen. Grüße gehen raus an WW2K20, alle, die es geguckt haben auf meinem Kanal. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle, weil ich wirklich, das ist mir bis heute ein Rätsel, dass ihr da wirklich so viel Spaß dran habt an diesem Game. Das war echt Grütze, also wirklich, wie oft ich da Aufnahmen wiederholen muss, etc. Weil es halt abgestürzt ist oder so, es war schon echt heftig. Aber gut, wir sind jetzt hier beim Orakel-Match drin. Wenn ihr noch kein Abonnent auf meinem Kanal seid, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mal auf die Glocke draufdrücken würdet und auf Abonnieren natürlich. Denn jeden Tag gibt es um 12 Uhr eine neue Folge von WW2K24 MyRise-Modus Unleashed. Den Undisputed haben wir bereits abgeschlossen. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn euch das Ganze interessiert. Und ja, jetzt zu WrestleMania 40 natürlich die großen Orakel, wo die KI gegeneinander antritt. Und ansonsten, ja, wenn ihr mehr sehen wollt, guckt mal in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Auch da gerne vorbeischauen oder auch meine Social-Media-Accounts. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok. Da wird auf jeden Fall jetzt auch zu WrestleMania 40 ein bisschen Content kommen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darauf freuen. Oder darüber auch freuen, wenn ihr mal ein Follow, ein Like oder ein Abo dalassen würdet. Und ja, genug der vielen Worte. Wir gehen jetzt mal in das Match rein. Werden uns auf jeden Fall wieder den Platz vom Green T-Shirt Guy sichern. Da läuft es ja ganz gut. So, wenn wir uns die Matches angucken, was die Qualität betrifft. Ja, leider ist es wieder die KI-Tamina. Also, gab es ja letztes Jahr, wo man gesagt hat, die Ringgestellung sieht ja aus wie Tamina. Mit KI-Tamina meinte ich jetzt eher, dass die irgendwie ganz schlecht erstellt wurde. Aber gehen mal hier wieder auf die andere Seite rüber. So, hier ungefähr. Wir stellen es mal hier hin, dann haben wir nämlich keinen so großartig vor der Nase. Die Ringrichterin macht mich nervös. Danke, geh einfach in die Ecke. Mach deine Patsche hinten runter. Elbow von Bayley. Oh, ich habe gerade Nachricht von Amazon bekommen, dass mein Paket gleich da ist. Also hier wird es wahrscheinlich ganz kurz gleich einen Break geben. Okay, das scheint nicht zu passen, weil wenn ich jetzt hier drauf gucke, sehe ich tatsächlich keinen Stopp oder so. She counters right back on Bayley.
quick return to the ring. Got the front face lock applied with a Bailey Plex. Da geht's in die Ecke für Bailey und Yo Sky direkt mal hinterher geschossen, auch mit dem Elbow. Wenn ich es jetzt eben richtig gesehen habe, hatte Io Sky eine 90. Pinfall. Ich glaube, Dakota Kai, so wie sie gerade auf den Ring geklopft hat, hat sie felsenfest damit gerechnet, dass das schon die Entscheidung ist. Ja, und der Crossface gegen Bailey. Aber es ist ein Rope Break. Und schöner DDT. Und was passiert? Nimmt sie Anlauf? Ja, sie entspannt sich erstmal in der Ecke. Und tatsächlich mit dem Suicide Dive. Für die Stage so angucken, so aus der Perspektive. Schon nice, oder? Free their opponent's arm, has the arm trapped, and a series of vicious stomps. Foot was in overdrive there, and the challenge. Ja, was kommt hier nach noch? Das große Match zwischen Cody Rhodes und Roman Reigns. Und wir werden das Ganze natürlich so machen, wie es gestern quasi entschieden wurde. Und zwar dadurch, dass ja The Rock und Cody The Rock und Roman gestern das Orakel gewonnen haben, werden wir auch das in diesem Orakel berücksichtigen und auch die Bloodline. Jetzt musste ich gerade mal meine Sound-Skills ein bisschen hier nehmen, weil tatsächlich jetzt doch, es hat geklingelt, meine Hunde sind gerade komplett ausgerastet. So, und es ist immer noch hier draußen verlagert, das Match, und Double X Handle von Bailey nach draußen. Was ist denn mit Asuka eigentlich hier los? Warum hängen eigentlich da diese zwei Teile da so komisch bei ihr? Ach so, das ist an den Armen. Asuka bedroht mich hier. Ich hab Angst, ich hab Angst. Jawohl, kommt mir hier rüber, genau. Bisschen Action hier sehen. So, und Dakota Kai. Und das könnte Disqualifikation geben. Ja! Oder? Nein, die Ringrichterin schmeißt sie raus. Was geht denn hier ab gerade? Alter! Sind die jetzt rausgeschmissen worden hier, oder? Ja, Asuka ist rausgeschmissen worden. Dakota Kai ist noch da. Was ein Heckmeck hier. Wahnsinn. Aber witzig, weil eigentlich war doch eher Dakota Kai jetzt diejenige, die so eskaliert ist. Solely focused on punishing the leg. Doing lots of damage with an isolated attack on the challenger's leg. Und wieder ein DDT. The challenger is in some big trouble. Und es geht wieder nach draußen. She is in a rough spot now. Ja, die beiden haben Bock irgendwie, außerhalb des Rings zu kämpfen. Elbow Drop von Bailey. Und Bailey to Bailey Suplex. Und das sieht. Lässt sie sich wirklich auszählen? Tja. Bailey gewinnt durch Auszählen. Okay. Ja, Wahnsinn. Aber ich finde das gar nicht so abwegig. Ich glaube nämlich nicht, dass die Damage Control Story schon vorbei ist. Deswegen
indirekt kann ich mir sogar vorstellen, dass es so in diese Richtung gehen könnte. Aber gut, wie gesagt, Matchbewertung war jetzt nicht so der Kracher. Das haben wir selbst schon feststellen können. Zu viel außerhalb des Rings gekämpft. Und ja, was soll man sagen? An der Stelle, wenn euch das Ganze trotzdem gefallen, lasst ihr wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung zu dem Match, zum Orakel, zur Realität gerne in die Kommentare rein. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich das lesen würde. Und wir sehen uns dann zum großen Final-Orakel wieder. In Kürze Cody Rhodes gegen Roman Reigns mit der Bloodline. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut und ciao.